Hallo Leute und willkommen zurück beim neuen Markenvideo. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr eure Mac Windows Bildschirm auf eurem Apple Vision Pro verwenden oder anzeigen könnt. Schaut euch also das Video unbedingt bis zum Ende an und befolgt diese einfachen Schritte. Im Grunde müsst ihr also nur zuerst diese Voraussetzungen erfüllen. Hier haben wir diesen Blog von der Apple Website. Um euren Mac-Bildschirm mit dem Apple Vision Pro verwenden zu können, müsst ihr also sicherstellen, dass ihr diese Voraussetzungen erfüllt. Auf eurem MacBook muss also das Mac OS oder höher installiert sein. Wenn eure Mac-Geräte diese Voraussetzungen also nicht erfüllen, könnt ihr sie nicht verknüpfen oder euren Bildschirm auf eurem Apple Vision Pro freigeben. Dann müsst ihr euch nur auf beiden Geräten mit derselben Apple ID anmelden. Ihr müsst auf eurem Apple Vision Pro und Mac oder MacBook dasselbe Konto haben und natürlich solltet ihr den eClark Schlüsselbund USF aktivieren. Danach müsst ihr nur noch eine virtuelle Mac-Anzeigesitzung starten. Und um dies auf Ihrem Mac-Laptop oder Desktop-Computer zu tun, was auch immer Sie verwenden, müssen Sie nur sicherstellen, dass Ihr Laptop geöffnet ist und wenn das Display aktiv ist, bedeutet das E, das Licht ist an und während wir in Apple Vision Pro sind, müssen Sie nur auf Ihrem Mac-Laptop schauen. Im Grunde wird Ihr Vision Pro angezeigt oder Sie haben Ihr Sichtfeld wie folgt und Sie haben Ihr MacBook hier oder irgendwo auf Ihrem Tisch oder wo auch immer Sie wollen, nur um hineinzuschauen und dann müssen Sie das virtuelle Display des Mac verwenden. Wenn der Mac also eine Verbindung herstellt, erscheint das Display als Fenster wie hier folgend. Und im Grunde dadurch. Sie können, genau wie bei allen Fenstern in Ihrem Apple Vision Pro Arbeitsbereich, ziehen Sie mit Ihren Fingern die Fensterleiste und schon können Sie mit der Navigation auf Ihrem PC beginnen, wobei Sie nur Ihr Apple Vision Pro verwenden. Und natürlich können Sie die Geräte verwenden, um Apple Vision Pro zu steuern, wie die Impulstastaturen oder die Navigationsgeräte US. Und um eine virtuelle Anzeigesitzung auf dem Mac zu beenden, müssen Sie nur auf die Schließen-Schaltfläche unten im Mac-Fenster tippen, um die Verbindung zu Ihrem Computer zu trennen. Und so können Sie das machen. Das ist im Grunde alles. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.